Herzlich willkommen hier auf dem Insider V-Kanal, heute mit einem Interview und zwar mit Felix Schulte, welcher mit seiner Firma Right Capital Menschen hilft, Vermögen innerhalb einer GmbH aufzubauen. Hallo Felix. Hallo. Kurze Erklärung für unsere Zuschauer. Aktuelles Steuerrecht sieht vor, dass Verluste, also Termingeschäfte wie Futures, Optionen, CFDs und ähnliches, welche die 20.000 Euro Schwelle übersteigt, nicht gegen Gewinne gegengerechnet werden dürfen. Ja, falls du davon noch gar nichts gehört hast, dann solltest du dir im Anschluss dieses Interviews auf jeden Fall mal unsere Videos auf diesem Kanal anschauen. Ich verlinke sie dir mal unter dem Video. Aber in Kürze, übersteigen die Verluste die 20.000 Euro im Jahr, dann dürfen diese nicht mehr im selben Jahr gegengerechnet werden. Also gerade für größere Konten ist es nahezu unmöglich, Verluste unter 20.000 Euro zu behalten. Ich meine, schön wär's, aber ist leider nicht Realität. Trotz großer Empörung verschiedener Finanzausschüsse vor dem Bundesrat hat der Bundestag, also die GroKo, es unter massiver Einwirkung von Lothar Binding und Olaf Scholz einfach durchgeboxt. Nun haben wir den Schlamassel und brauchen natürlich für dieses Dilemma auch eine Lösung. Max und auch ich selber, wir sind aus Deutschland ausgewandert und konnten somit das neue Gesetz auch umgehen. Ja, doch was ist eigentlich mit den ganzen anderen Tradern, die in Deutschland leben und natürlich auch leben bleiben wollen? Auch hierfür gibt es natürlich eine Lösung. Ja, doch was genau diese Lösung ist, das werde ich gleich mit meinem Gesprächspartner im Interview klären. Ja, bevor ich gleich meinem Gast das Wort übergebe, noch ein kleiner Hinweis. Right Capital bietet eine Dienstleistung an, die wir in diesem Video mal ganz genau beleuchten werden. Solltet ihr euch für diese Dienstleistung entscheiden, dann bekommt ihr einen Rabatt in Höhe von 50 Euro gutgeschrieben. Ihr müsst dafür lediglich einen Gutscheincode im Bestellprozess eingeben, welchen ich dann später unter diesem Video verlinken werde. Ja, nun begrüße ich recht herzlich meinen heutigen Gesprächspartner Felix Schulte von Right Capital. Hallo Felix, wie geht es dir? Ganz gut soweit. Wir haben fleißig zu tun, nachdem dieses unmögliche Gesetz dann doch verabschiedet wurde. Das kann ich mir vorstellen. Und, ja, wir sind froh, dass es wenigstens eine Lösung gibt, mit der man da helfen kann. Ja, ich würde gleich mal fragen, wer oder was ist Right Capital eigentlich und was ist eure Mission? Wir haben bei Right Capital vor ein paar Jahren angefangen, Immobiliendeals zu strukturieren und haben all unseren Kunden immer gesagt, bitte investiert nicht direkt in Immobilien, geht doch über eine vermögensverwaltende GmbH da rein. Das hat dazu geführt, dass alle unsere Kunden uns immer gefragt haben, wie denn so eine vermögensverwaltende GmbH funktioniert, woher man Steuerberater kriegt, wo man das beste Bankkonto kriegt, ob wir mal Musterverträge haben und so weiter. Und das hat so viel Überhand genommen, dass wir irgendwann gesagt haben, wir können diesen Support nicht mehr leisten. Aber der wurde halt immer angefragt von unseren Kunden. Hm. Und dann haben wir uns entschieden, ein zweites Produkt aufzubauen, nämlich die vermögensverwaltende GmbH als Produkt mit allem, was dazugehört. Und haben dann eben überlegt, was muss man wirklich machen, damit so eine vermögensverwaltende GmbH angenehm und gut zu nutzen ist und auch kostengünstig. Ja. Und haben dann tatsächlich festgestellt, wenn man Wertpapiere im Betriebsvermögen hat, ist das ziemlich eklig, weil man in der GmbH jede einzelne Transaktion buchhalterisch verbuchen muss. Und haben dann eine automatisierte Wertpapierverbuchung für DATEV geschrieben. Und okay, hatten dann viele Kunden, die eher so Aktien buy and hold gemacht haben, weil man bei Aktien nur 1,5% Steuern auf Veräußerungsgewinne zahlt. Und dann kam eben die Gesetzesänderung zur Verlustverrechnungsbeschränkung. Und dann wurde die GmbH auf einmal auch sehr interessant für Trader, die eben mit Termingeschäften handeln. Mhm. Genau, das wäre jetzt auch genau meine Frage. Für wen ist eine Trading GmbH eigentlich sinnvoll? Also zum Beispiel nur für Futures, also Termintrader oder auch sinnvoll für Aktientrader? Ja, also es gibt im Prinzip drei Sachen, wo die GmbH sich lohnt. Bei Immobilien lohnt sie sich, weil man auf Immobilien, die man lange hält, also nicht durchhandelt, nur 15% Steuern zahlt, während man, wenn man es im Privatvermögen hält, Einkommensteuer zahlt. Bei Aktien ist es so, dass man auf Dividenden je nach Hebesatz 30% zahlt, aber auch Veräußerungsgewinne sind zu 95% steuerfrei. Die GmbH hat ungefähr einen Steuersatz von 30%, mal 5% landet man bei 1,5%. Das heißt, man kann halt wirklich Aktiengewinne mitnehmen und zahlt nur 1,5% Steuern, was sehr attraktiv ist. Und dann das Dritte ist tatsächlich diese Verlustverrechnungsbeschränkung, also dass man wirklich nur noch 20.000 Euro seiner Verluste aus einzelnen Trades, also nicht der Gesamtverlust, verrechnen kann, ist eben eine Regel im Einkommensteuergesetz. Nun zahlen aber Kapitalgesellschaften wie die GmbH, die UG oder die AG keine Einkommensteuer, sondern zahlen ja Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer und damit sind die davon nicht betroffen. Das heißt, wir sehen gerade sehr viele aktive Trader, die anfangen, die früher im Privatvermögen getradet haben und jetzt GmbHs gründen, um zukünftig im Betriebsvermögen
zu traden. Ganz genau. Und jetzt wäre auch die Frage, für wen würde sich das denn überhaupt lohnen? Also ab welcher Kontogröße, ab welcher Kapitalisierung macht das denn überhaupt Sinn? Das kann nicht wirklich danach gehen. Es gibt ja so viele verschiedene Trading-Strategien und auch natürlich auch verschiedene Produkte, aber man kann sich das relativ einfach ausrechnen. Die GmbH kostet einen ungefähr 2.500 Euro. Ja? Ich kann nur noch 20.000 Euro Verluste geltend machen. Abgeltungssteuer mit Solidaritätszuschlag sind 26,375%. Also im Prinzip, sobald man 30.000 Euro Verluste macht im Jahr. Jetzt ganz einfach, wir haben aber auch tatsächlich einen Steuerrechner auf unserer Internetseite, wo man wirklich seine Ist-Situation eingeben kann und dann sehen kann, wie groß der Unterschied ist zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Also wie viel dann am Ende wirklich übrig bleibt. Genau, du sagst Strategie, das wäre natürlich super zu wissen. Welche Strategie würde man denn mit welcher Kapitalgröße fahren können, unterhalb dieser 30.000 Schwelle zu bleiben? Das wäre natürlich witzig, aber kann man natürlich im Vorwege nie wissen. Nun haben die Politiker sich dafür entschieden, das so durchzuboxen. Auch natürlich in dem Wissen, dass man natürlich mit größeren Konten das Ganze eben nicht deckeln kann. Ne? Damit wollen sie, glaube ich, dann die Privatanleger aus dem Markt drängen. Könnten ja eigentlich davon ausgehen, dass jetzt viele in die GmbH flüchten oder ganz aus dem Land flüchten. Aber gut. Ja, Herr Bindig traut den Leuten nicht zu, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja? Ich glaube, Herr Bindig hat irgendwann mal ganz viel Geld verloren. Mit irgendeinem Trade, hat wahrscheinlich sich einmal die Finger verbrannt und hält das jetzt für das größte Übel auf der Welt, was man dann wieder unterbinden muss. Der Binding, der unterbindet gerne, ja. Ja, das kann keiner so wirklich nachvollziehen, zumal ja auch viele Finanzausschüsse ja auch an diesem Nettoprinzip, also das passt ja einfach nicht mehr und dass da einfach trotz der ganzen Skepsis und Gegenwehr, das einfach so durchgewunken wurde, natürlich ohne öffentliche Aufregung, da wir ja doch eine relativ kleine Lobby nur haben als Trader. Ja, ja, man merkt es immer wieder, wir haben das gleiche Problem mit dem Mietendeckel. Es gibt einfach Sachen, die sind logisch nicht erklärbar und betreffen am Ende aber doch viele Menschen sehr negativ. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es eine Verteidigungsstrategie gibt, die relativ einfach ist, nämlich die Kapitalgesellschaft. Ja. Wer darf überhaupt eine GmbH gründen? Ich meine, geht das auch ganz normal als Angestellter? Also es ist erstmal so, dass diese GmbH ja dann in der Regel nur vermögensverwaltend tätig ist. Und in vielen Arbeitsverträgen ist es so, dass Nebentätigkeiten genehmigt werden müssen. Mhm. Noch kritischer ist das in Deutschland bei Beamten. Beamte haben ja einen Dienstherr, der eben auch Nebentätigkeiten genehmigen muss. Es gibt aber mittlerweile viele Gerichtsurteile, die sagen, dass eine Vermögensverwaltung in einer Firmenstruktur keine Nebentätigkeit darstellt, sondern einfach nur Vermögensverwaltung ist. Das gibt es sogar für Beamte. Das heißt, da wurden die Dienstherren dazu gezwungen, dem zuzustimmen. Ja. Anders sieht es aus, wenn ich mit meiner GmbH, ich kann ja in einer GmbH viele Sachen machen, ja? Wenn ich in der gleichen GmbH noch ein Geschäft aufbauen will und möchte irgendwie noch Ware handeln oder Beratungsrechnungen schreiben, dann ist das eine Nebentätigkeit, die genehmigungspflichtig ist, weil ich mich dann nicht mehr in der Vermögensverwaltung befinde. Mhm. Und wir haben den Fall immer mal wieder, dass Arbeitgeber von unseren Kunden da nicht so damit nicht so einverstanden sind, aber wir können einfach die Gerichtsurteile schicken. Ja, also es gibt da tatsächlich mittlerweile einfach die Rechtsprechung zu. Und können innerhalb dieser Trading GmbH dann auch weitere Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit bzw. Umsätze aus Gewerbe in dieselbe GmbH auch einfließen? Ja, können. Also ganz generell gibt es keine Holding GmbH oder Trader GmbH oder Aktien GmbH. Es ist immer eine GmbH. Und die kann mehrere Sachen machen. Es gibt, wie gesagt, man muss einmal aufpassen, sobald man operativ tätig ist, ist das eine Nebentätigkeit, die man sich eventuell genehmigen lassen muss. Aber es hat nichts mit der GmbH selbst zu tun. Mhm. Aber es gibt eine Ausnahme, von der wir immer abraten, wenn man eine Immobilie in der Gesellschaft hat und man macht noch, man schreibt Ausgangsrechnungen, die nichts mit Vermietung und Verpachtung zu tun haben, verliert man die Mehrwertsteuer, die Gewerbesteuerkürzung. Das heißt, wir empfehlen immer bei Immobilien, die auszulagern in eine eigene GmbH, wenn man dann Steuern sparen kann. Aber prinzipiell kann man alles mit der gleichen GmbH machen.
Muss es denn überhaupt eine GmbH sein oder könnte man theoretisch auch eine andere Gewerbeart wählen, wie zum Beispiel eine UG? Was sind eigentlich die Vorteile einer GmbH? Also das Wichtige ist eben, dass ich aus dem Privatvermögen rauskomme. Das heißt, die ganzen Personengesellschaften, Einzelkaufmann, Gewerbeanmelden, GbR, OAG, KG funktionieren nicht. Mhm. Die Familienstiftung funktioniert übrigens auch nicht, weil die als Privatvermögen gilt. Sondern es muss eine Kapitalgesellschaft sein, die Körperschaftssteuer zahlt. Mhm. Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Und da gibt es in Deutschland nur drei. Es gibt die Aktiengesellschaft, es gibt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und es gibt die Unternehmergesellschaft, also die UG. Ja. Wir raten eigentlich, für uns ist relativ klar, dass es die GmbH sein muss. Eine AG ist zu kompliziert, zu teuer. Man braucht 5 Personen, 2 im Vorstand, 3 im Aufsichtsrat die dürfen und so weiter. Die UG finden wir auch relativ kompliziert, was nämlich viele Leute nicht wissen. Viele Leute denken immer, ja, eine UG ist ja einfacher, weil ich weniger Stammkapital brauche. Ich muss mal sagen, Stammkapital sind 25.000 Euro. Ich kenne keine Trading-Strategie, die mit weniger als 25.000 Euro auskommt und trotzdem von der Verlustverrechnungsbeschränkung betroffen ist, ja, in Höhe von 20.000 Euro Verlust. Gibt es sicherlich, aber ich meine für die Masse, jetzt muss man auch eins sagen, was Leute nie verstehen, das Stammkapital kann ja, muss einmal eingezahlt werden, aber kann danach auch genutzt werden. Also ich kann direkt damit mit das Geld auf mein Depot weiter einzahlen, kann dann das nutzen. So, warum gefällt uns die UG nicht? Das hat eigentlich hauptsächlich Kostengründe. Zum einen kann ich in der UG Gründungskosten nur bis 300 Euro geltend machen. Das heißt, die anderen Gründungskosten muss ich privat versteuern. Bei der GmbH kann ich bis 2.500 Euro von der GmbH zahlen lassen, der Gründungskosten. Und die sind in der Gründung tatsächlich ziemlich gleich teuer. In der UG kann ich dann nicht alle Gewinne ausschütten, sondern immer nur 75% der Gewinne. 25% müssen in der GmbH verbleiben, bis ich zur GmbH wandle. Das heißt, eigentlich ist die UG immer so angelegt, dass gewandelt werden muss. Man kann das halt lange sein lassen. Aber unsere Erfahrung ist, dass wir hatten auch mal eine UG, dass die Gründung der UG und die Wandlung kostet doppelt so viel wie direkte GmbH zu gründen. Mhm. Aber steuerlich funktioniert die, kein Problem. Das Geld, was man einzahlen muss, also das Stammkapital, das kann man denn auch zum einen, glaube ich, splitten in verschiedenen Zeiträumen und man kann es halt auch direkt zum Traden verwenden, ja? Zusammengefasst. Ja, du musst 12.500 Euro, also die Hälfte direkt einzahlen. Mhm. 25.000 ist das Minimum. Und es gibt eben die Verpflichtung, wenn der Geschäftsführer das sagt, wenn der Geschäftsführer oder Insolvenzverwalter sagt, zahl den Rest ein, also die zweiten 12.500, müssen die binnen 10 Tagen überwiesen werden. Mhm. Das heißt, mit 12.500 funktioniert das schon. Nur wie gesagt, ich denke, die 25.000 braucht man eh für jede Strategie, die man fährt. Also egal, ob man eine Immobilie kauft oder ein Depot im Betriebsvermögen haben will. Absolut. Also bis zu dieser Schwelle könnte man ja sagen, okay, wir nutzen das einfach ganz normal privat weiter, weil dann ist diese Verlustbegrenzungsbeschränkung eben noch gar nicht relevant. Und sobald man merkt, okay, man kommt über diese Schwelle bei gleichzeitig natürlich wachsendem Kapital, weil sonst wäre die komplette Einlage ja weg, dann macht denn der Wechsel zur GmbH Sinn. So könnte man das dann sagen, ne? Ja, und das ist auch kein Entweder-Oder. Man kann ja immer noch ein Privatdepot haben und Firmendepot. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand macht, aber Rentenfonds werden in der GmbH viel teurer besteuert als im Privatvermögen. Also wenn noch jemand Rentenfonds haben möchte, dann soll er das bitte weiterhin privat machen. Ah, okay. Ich habe keine. Also. Und was wäre der Unterschied zwischen der Sparschwein GmbH und der Trading GmbH? Ich habe gesehen, ihr habt da zwei verschiedene Modelle. Ja, aber das sind im Prinzip kriegt man genau die gleiche GmbH. Mhm. Auch bei einer Immobilien GmbH, aber es sind andere Nutzer. Also die Trader kommen halt zu uns mit dem ganz konkreten Problem Verlustverrechnungsbeschränkung. Die Sparschweinkunden kommen eher an und sagen, ich möchte über 10, 15 Jahre in Aktien investieren und möchten eben von dieser 95%igen Steuerfreiheit profitieren. Die Verträge, das Depot, die Wertpapierverbuchungen sind alle komplett identisch. Es sind nur einfach ganz andere Zielgruppen. Okay, und innerhalb dieser Leistung bietet ihr ja auch nochmal zwei verschiedene Möglichkeiten an. Ich meine, gelesen zu haben, ist es einmal der komplette Gründungsservice und dann aber auch der jährliche Abschluss, also der Admin-Service, ja? Genau, also man muss sagen, zunächst einmal braucht man ja eine GmbH. Dafür haben wir unseren Gründungsservice entwickelt.
Jetzt muss man sagen, man kann in Deutschland eine GmbH an jeder Straßenecke gründen, nämlich bei jedem Notar. Okay. Wir haben aber eben gemerkt, dass viele Leute sehr viele Fragen zur GmbH haben. Und es ist ja eben nicht nur die notarielle Gründung, sondern man muss dann eine Eröffnungsbilanz machen, man muss die steuerliche Anmeldung machen, man muss ein Bankkonto eröffnen, man muss hinterher noch sein Depot eröffnen, man braucht eine Leihe, diesen Legal Entity Identifier und. Ja? Und wenn man dann soweit ist, braucht man ganz viele Verträge, Geschäftsführer, Anstellungsvertrag, Darlehensvertrag, um mehr Geld in die GmbH zu legen und. Gesellschafterbeschlüsse, all diese Sachen. Und wir haben halt gesagt, wir bieten einen Gründungsservice an, wo wir die GmbH schlüsselfertig übernehmen. Das heißt, da führen wir die Kunden komplett durch den Prozess durch. Das ist ein bisschen teurer, als wenn man direkt zum Notar geht. Aber wer eben da an die Hand genommen will und möchte sicher, schnell und mit viel Support zur GmbH kommen, kann unseren Gründungsservice nutzen. Der andere Service ist eigentlich, ja, ich will nicht sagen wichtiger, aber um den kommt man eigentlich nicht drum herum. Das ist unser Admin-Service. Und zwar haben wir mit diversen, auch teilweise sehr bekannten Partnersteuerberatern wie Frank Konefka, Sandra Schmidt, Oliver Schulze, Roland Elias, haben wir den Admin-Service entwickelt. Und das ist tatsächlich das, was die GmbH muss, eine kaufmännische, saubere Buchhaltung machen und auch einen Jahresabschluss erstellen und eine eigene Steuererklärung einreichen. Das heißt, es ist deutlich mehr administrativer Aufwand. Man muss eben jede einzelne Transaktion verbuchen. Und unser Admin-Service ist im Prinzip genau dieses Jahresabschluss, Handelsbilanz, Steuererklärung zum Festpreis. Und was wir dabei aber entwickelt haben, ist eine Wertpapierverbuchung. Ich meine, du kennst das, wenn du tradest, da kommen sehr, sehr viele einzelne Transaktionen zusammen. Und in der GmbH musst du jeden einzelnen Cashflow verbuchen. Bei uns nicht, wir haben eine Swing-Trading-Strategie. Bei uns ist es relativ wenig an Trades, aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall bei einigen, also gerade bei Daytradern, kommt natürlich eine Unsumme zusammen, ne? Das ist richtig. Ja, bei Daytradern ist es ganz absurd, aber auch beim Swing-Trading kommt schon eine ganze Menge zusammen, weil du musst bedenken, es gilt jeder einzelne Cashflow zu verbuchen. Und zum Beispiel, also ich habe auch mal ein einfaches Beispiel Aktien, wenn du eine ausländische Dividende kriegst, sind das 3 Buchungssätze. Mhm. Ja, Gebühren, Quellensteuer und tatsächlich die eigentliche Dividende. Das heißt, da kommt halt sehr, sehr viel zusammen. Und wir haben eben, und dazu muss man sagen, die meisten Steuerberater haben überhaupt keine Ahnung vom Trading und von den Finanzprodukten. Und wenn die dann anfangen, vom PDF das zu konstruieren, und wenn du dann noch Währungskurse da drin hast, weil Buchhaltung ist immer in Euro, das heißt, du musst immer umrechnen. Und zum Beispiel, und da hilft ja auch oft die Bank nicht, weil zum Beispiel Interactive Brokers rechnet immer am falschen Tag um. Also du hast immer Währungskursdifferenzen, weil die ein anderes Datum nehmen als das, was du in der Buchhaltung brauchst. Mhm. Und das führt dann, und wenn der Steuerberater das alles schön von Hand vom PDF macht, wird es halt richtig teuer. Und wir haben eben die Wertpapierverbuchung entwickelt, die das Depot ausliest und daraus DATEV-Buchungssätze generiert, die auch leider sehr detailliert werden müssen, weil du von der Handelsbilanz zur Steuerbilanz überführen musst. Also das ist tatsächlich nicht so trivial. Und bei uns ist das eben vollautomatisierter Prozess. Ich persönlich habe seit Jahren eine vermögensverwaltende GmbH und ich war früher bei einem furchtbaren Steuerberater, den ich hier nochmal nenne, Trinavis in Berlin, niemals hingehen. Und die haben mir für ein kleines, tatsächlich nur Aktiendepot im Wert von irgendwie 120.000 Euro, haben die mir so 10.000 Euro im Jahr in Rechnung gestellt. Ja, und dann denkst du halt auch, ja, schön, dass ich Steuerersparnis habe. Aber wenn ich hinterher so viel Gebühren zahle, dann bringt mir das halt gar nichts. Ja, ist ein bisschen unverhältnismäßig, das mag wohl sein. Du hattest eben was angesprochen, ja. Und zwar steht zwar nicht auf meiner Liste der Fragen, aber du hattest die Quellensteuer angesprochen. Ich bin jetzt nicht der Steuerexperte, aber kann man die Quellensteuer damit auch reduzieren oder ist das... Ja, du zahlst eigentlich keine. Das Ding ist halt in der GmbH, dass die Banken ziehen Quellensteuer ja immer automatisch ab in Deutschland. Ja. Und die GmbH kriegt die wieder. Aber damit du weißt, wie viel du wieder kriegst, musst du sie eben verbuchen. Also auch vor allen Dingen in Abhängigkeit ja mit dem Land, wo sie dann erhoben wird. Also wenn du jetzt US-Quellensteuer zahlen musst, dann funktioniert das auf dem gleichen Weg. Also da, klar, der Broker zieht es ein. Genau, und du kriegst es wieder, aber dafür musst du halt verbuchen, wie viel du wieder kriegst. Mhm. Weil die GmbH zahlt, die Quellensteuer ist ja eine direkt eingezogene Leistung der Abgeltungssteuer, aber die GmbH zahlt ja gar keine Abgeltungssteuer. Mhm. Das heißt, du musst dir das halt zurückholen und deswegen muss es einzeln verbucht werden. Mhm.
Okay. Ja, und du hast. So, was ich vorhin auch sagen wollte, also ja. Deswegen meine ich, ist der Admin-Service eigentlich wichtiger. Gut 70% unserer Kunden gründen mit uns, aber 30% unserer Kunden kommen tatsächlich mit ihren Bestandsgesellschaften zu uns und nutzen nur diesen Admin-Service. Mhm. Das ist also absolut möglich. Ja, wer selber gründen möchte bei seinem Notar, jederzeit gerne. Ja. Und du hattest jetzt ja angesprochen, also über DATEV, welche Broker sind denn bisher schon angeschlossen? Das heißt, dass diese ganzen Transaktionen automatisch weitergeleitet werden. Da sind ja schon so ein paar auf der Liste. Welche genau sind das und wie sieht es in der Zukunft aus? Kommen da noch mehr dazu? Wir haben mit Interactive Brokers angefangen. Mhm. Und Interactive Brokers hat ja viele Introducing Broker in Deutschland, wie Lynx, CapTrader, FX Flat. Banks, Poolbroker, die Liste ist lang. Damit sind die alle mit drin? Die sind alle mit drin. Okay. Also wir sagen immer das IB-Universum, können wir Stand heute problemlos verbuchen. Wir sind jetzt gerade dabei, mit FX Flat den MetaTrader anzubinden. Ah, okay. Es gibt ja viele, die den MetaTrader nutzen. Das heißt, wir werden demnächst auch alle machen können, die den MetaTrader haben. Und wir schauen uns weitere Banken an. Das Problem ist eben, Kunden schicken uns immer einfach Kontoauszüge oder Depotauszüge. Damit können wir wirklich wenig anfangen, weil wir müssen am Ende den Cashflow buchen. Also alles, was irgendwie eine Finanzbewegung ist. Und da müssen wir mit den Brokerbanken uns immer relativ lang auseinandersetzen, bis wir alle Daten vollständig haben. Ja, wir müssen, also kannst du dir das vorstellen, wenn wir nicht wissen, wenn ein Zahlungsabgang ist, wie viel davon Kaufpreis ist und wie viel davon Gebühr ist und wie viel der Gebühr irgendwie noch, auch noch Steuer ist, das müssen wir alles wissen, damit wir verbuchen können. Mhm. Und das ist immer ein bisschen Arbeit. Wir arbeiten uns gerade bei mehreren Brokern ein. Wir hoffen, dieses Jahr noch weitere bekannt zu geben. Mhm. Aber wir trauen uns nie, bevor wir zu Ende geprüft haben, weil wir schon oft erlebt haben, dass am Ende einfach irgendwelche Daten nicht verfügbar waren. Da ist dann auch immer die Frage, wenn Daten nicht verfügbar sind, muss die Bank entweder ihre IT ändern. Und am besten geht es natürlich, wenn die Daten einfach schon da sind. Dann geht das deutlich schneller, als wenn die Bank nochmal in ihr System muss. Mhm. Muss ein Depot eigentlich bei dem Partnerbroker eröffnet werden oder kann man ein bestehendes privates Konto auch dann in ein Geschäftskonto umwandeln? Du musst es neu anmelden, weil es ist eine eigene Rechtsform. Also die GmbH hat ja nichts mit dir privat zu tun. Es ist ja eine juristische Person, also wirklich eine neue Entität. Was du dann machen kannst, du kannst dann von deinem Privatdepot an dein Firmendepot übertragen, was aber auch Steuern auslöst. Du musst einmal deine stillen Reserven aufdecken und deine latenten Steuern bezahlen. Deswegen ist es oft sauberer zu liquidieren und dann ein ordentliches Darlehen in die GmbH zu geben und neu zu kaufen. Das ist auch ein Prozess, den muss man ja nicht auf einmal machen. Aber es ist trotzdem gut, so schnell wie möglich in die GmbH zu gehen. Also gerade bei Aktien, weil da einfach die Steuern so deutlich niedriger sind. Ja, es ist besser, die Gewinne heute zu realisieren und dann steuergünstig anzulegen, als zu warten, wenn man sich vor der Steuerrechnung drücken will. Wie sieht denn der konkrete Ablauf aus, den der Kunde vorzunehmen hat, nachdem die fertige GmbH von euch gegründet wurde? Also danach, wenn jetzt die GmbH fertig ist, dann muss der Kunde einen Darlehensvertrag unterschreiben, wo er als Gesellschafter der GmbH Geld zur Verfügung stellt, weil in der Regel das Stammkapital ja nicht reicht. Du willst ja meistens mehr Geld haben, was du anlegst. Mhm. Der Vorteil des Rahmenkreditvertrags ist übrigens, dass die Firma den jederzeit tilgen kann und das ist steuerfrei, weil du kriegst ja nur dein Geld zurück. Ja, das heißt, deinen Einsatz kriegst du eigentlich immer steuerfrei zurück. Dann liegt das im Depot, dann kann er halt normal seine Trading-Strategie fahren und bei Interactive Brokers ist es so, da muss der Kunde einen Access-Token generieren und bei uns, die Kunden kriegen immer Zugang zur Ride-App und dann kann der Kunde in der Ride-App diesen Access-Token speichern und ab dem Moment können wir das Wertpapierdepot auslesen und können dann die Verbuchung machen. Wir machen das in der Regel quartalsweise. Und der Kunde nutzt sein Ride-Konto, wo er sich einloggt und ist darüber auch mit seinem Partnersteuerberater verbunden. Das heißt, der Steuerberater hat auch Zugang zu Ride, sieht dort die Stammdaten, sieht die Rechnungen, alle Verträge und so weiter. Und wir haben einen komplett digitalen Prozess. In unseren Mandatsverträgen steht, dass grundsätzlich kein Papier ausgetauscht wird, weil das auch unsere Partnersteuerberater nicht mehr wollen. Mhm. Und wenn man auch mit den Partnersteuerberatern, wenn man dann nochmal eine individuelle Beratung braucht, das haben wir häufig bei so Themen,
wie Schenkungen, Vererben etc., dann bucht man auch einen Termin mit unseren Steuerberatern, genauso wie wir es jetzt machen per Videocall. Also das ist ja, das ist nicht mehr der analoge Prozess, wo man in irgendeinem Meetingraum sitzt und einen Kaffee angeboten kriegt. Ja, verstehe. Und wie viel Zeit würde mich die Verwaltung einer vermögensverwaltenden GmbH ungefähr kosten? Das hängt natürlich sehr davon ab, wofür du die GmbH alles nutzt. Also ich verbringe da relativ viel Zeit mit, aber ich habe auch alle meine Immobilien im Betriebsvermögen. Ich habe diverse Angel Investments da drin und so weiter. Dann hast du natürlich mehr zu tun. Wenn du jetzt eine reine Wertpapier GmbH hast, wo wir eigentlich nur das Depot verbuchen und da kommen ein paar Eingangsrechnungen rein für IHK oder Bankkontoführungsgebühren, dann bist du aber eigentlich wirklich mit einer Stunde, anderthalb im Monat auch durch. Na okay. Wobei ich immer empfehle, mehr mit der GmbH zu machen, ja, weil die Kosten sind fix und je mehr du damit machst, desto besser. Mhm. Welche Kosten kann ich in einer GmbH eigentlich geltend machen? Ja, es gibt erstmal ein paar Basics, die kann jede GmbH gegenrechnen. Büro, Computer, Faxgerät, Finanzamt denkt immer noch sehr altmodisch, Internet, Telefon, Handy, da sagt das Finanzamt, das braucht einfach jede GmbH, egal was sie macht. Mhm. Zusätzlich heißt es, alles, was mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun hat. So wichtig ist Absicht, das heißt, wenn es mal nicht klappt und ich habe mal was Unprofitables probiert, dann kann ich da trotzdem die Kosten geltend machen. Mhm. Und wenn ich jetzt nur trade, dann kann ich natürlich alle Kosten, die damit zu tun haben, also Fortbildung, Newsletter, Marktdaten, kann ich alles komplett absetzen. Auch Bücher, also ich habe in meiner GmbH immer ganz, ganz viele Bücher, also alles, was ein Sachbuch ist, läuft über die GmbH. Alles, was einfach nur... Also Harry Potter nicht, ja? Alles, was reines Entertainment ist, nicht. Und da liegt ja übrigens auch einer der Vorteile, wenn du mehr machst, da ich in meiner GmbH auch Immobilien habe, kann ich auch im Baumarkt den Akkuschrauber kaufen, ja, auf die Firma. Was wir auch immer empfehlen, ist ein Firmenauto. Mhm. Wobei, das fragst du dich sicher, wofür brauche ich denn ein Auto zum Traden? Das hat dann nichts mit der Gewinnerzielungsabsicht zu tun, aber du kannst dir als Geschäftsführer ja einen Firmenwagen geben, wofür du dann in Deutschland diesen geldwerten Vorteil versteuerst. Und das bedeutet, du musst privat einen Teil des Bruttolistenpreises versteuern, bei Verbrennern 1% des Bruttolistenpreises im Monat. Ich hab einen Tesla und bei Elektroautos ist das schönste 0,25% des Bruttolistenpreises. Mhm. Das heißt, mit einem Elektroauto in einer Firma als Firmenwagen, also als Gehaltsbestandteil des Geschäftsführers, fährt man sehr, sehr gut. Ich sage immer, wenn man das machen kann, lohnt sich schon die GmbH. Ich wollte primär auf die Fortbildungskosten eingehen. Und ne, ihr könntet theoretisch alle in das Intensivcoaching kommen und ihr könnt komplett die Kosten gegenrechnen. Überlegt es euch. So, ein bisschen Eigenwerbung. Und ja, ich finde, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge Fragen geklärt. So spontan wären gar keine mehr auf meiner Liste. Wäre natürlich die Frage, vielleicht hast du noch irgendwas der ganzen Sache hinzuzufügen. Ich bin jetzt kein Steuerexperte, deswegen würden mir persönlich jetzt keine weiteren einfallen, aber du bist da ja der Fachmann. Fällt dir noch irgendwas ein, was Kunden grundsätzlich immer wieder fragen, oder gibt es da irgendwas, was ich jetzt vielleicht vergessen habe zu fragen? Es gibt eine ganze Reihe an Themen, aber worauf ich vielleicht an dieser Stelle verweisen will, ist, man kann auf unserer Webseite einfach ein Erstgespräch buchen und beschreibt dann auch ein bisschen seine Situation. Und dann können wir zum einen weitere Infos geben und wir haben auch viele Ressourcen da, weil es ist dann wirklich so vielfältig, die Situationen sind so unterschiedlich. Bist du Angestellter, bist du Unternehmen, sind noch Immobilien dabei, was fährst du für eine Trading-Strategie? Das würden wir dann eben eher einzeln klären. Ich würde sagen, jetzt haben wir doch eine ganze Menge Fragen durchleuchtet und einigen von euch hoffentlich die Angst bzw. die Bedenken genommen, sich dann doch für eine GmbH zu entscheiden. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann wendet euch gerne direkt an Right Capital, so viel Felix es ja angeboten hat. Nutzt da gerne die Möglichkeit eines Erstgespräches. Unter dem Video, da findet ihr natürlich den Rabattcode, den ihr dann am Ende des Bestellprozesses angeben könnt. Ihr könnt eure Fragen aber auch gerne unter dieses Video schreiben. Wir werden gemeinsam mit Felix versuchen, diese Fragen dann zu beantworten. Gegebenenfalls machen wir im Anschluss auch nochmal ein Q&A. Dann würde ich sagen, Felix, vielen Dank für das nette Interview. Und ich hoffe, es kommen da ein paar Leute auf dich zu und werden dich dann mit weiteren Fragen erfreuen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute. Mach's gut, Felix. Tschüss.
Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch natürlich eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Alex von InsiderWeg. Solltet ihr euch doch für die Variante des Auswanderns entscheiden und euch Zypern vielleicht anziehen, ja, dann schaut euch unbedingt mal dieses Video an. Direkt darunter, da ist meine Grundausbildung verlinkt. Da gerne mal reinschauen. Unter mir, da könnt ihr den Kanal abonnieren. Mein Tipp, erst abonnieren, dann zum nächsten Video. Viel Spaß!